76 Pferde, 3 Schafe und kein Bargeld. Kann das gut gehen? Hallo, hier in Südfrankreich, nah an der Pyrenäengrenze, also zwischen Frankreich und Spanien, noch auf französischem Boden. Unser letzter Standpunkt war auch in Südfrankreich, wo wir im Auftrage meines Onkels versucht haben, die Weinbebauung, also den Weinbau zu betreiben, was eher schlecht als recht ging. Was heißt also, mein Onkel hat davon Wind bekommen und ist früher zurückgekommen. Daher habe ich mich mit meinem Trecker auf den Weg gemacht und bin ein bisschen mehr ins Landesinnere gefahren, also ein bisschen mehr in die zentralen Pyrenäen, in die Region der zentralen Pyrenäen. Die nächste Ortschaft hier, der heißt Torderes geschrieben, gehört zum französischen Teil von Katalonien. Ich bin jetzt über Nacht, bin ich jetzt mit meinem Trecker, der gerade mal 40 fährt, ca. 200 Kilometer ins Landesinnere gefahren, ein bisschen länger. Es ist gerade 8.23 Uhr. Ich habe vorhin hier drüben habe ich vorhin noch ein Croissant gegessen. Bin dann rumgefahren und bin jetzt hier angekommen in meiner neuen Heimat. Also das Land heißt Niemandsland. Ist wie gesagt zwischen Frankreich und Spanien. Und ich werde hier mein Glück versuchen, ja. Also gut, dann stellen wir die Zeit so ein, dass es normal weitergeht. Also das heißt im Simulator eine dreifache Geschwindigkeit. Wir gehen mal kurz die Einstellungen so durch. Also wir haben Zeitskalieren dreimal, Schwierigkeitsgrad Wirtschaft schwer, Verkehr ist an. Gut, das spielt hier nicht eine große Rolle, weil es gibt kein Traffic auf der Karte an sich, es sei denn gerade am Kartenrand. Da an der Hauptstraße zwischen Torder und das muss ich gleich noch mal gucken. Ich kenne mich noch nicht so aus hier in der Gegend. Also, wir haben 2 Tage pro Monat eingestellt. Wir haben alles andere so gelassen wie sich. Fruchtzerstörung ist an, Pflügen ist an, Lesestein ist an, Kalk notwendig, Umbrau ist auch an, Schmutz ist normal. Alles andere ist so gemacht. Helferbetankung und so weiter ist alles aus. Manuelles Ankuppeln ist an. So, das ist das Startszenario. Ich habe hier meinen C-Tor Proxima HS80. Ich habe den in meinem Tauschgeschäft bekommen zu meinem sehr schmalen und kleinen Fendt, für die Weinwirtschaft gebraucht habe. Den fand ich für die lange Strecke bis hierhin und dann auch für die Bedingungen hier nicht sehr passend. Wir schauen uns mal diesen an hier im Detail. Ich habe diesen hier gekauft, also getauscht. Das ist, der hat jetzt 156 Stunden, hat 76 PS. Ja, so, das ist so. Der Zustand ist circa bei 80%. Die Alte 27 Monate, habe den im Angebot bekommen. Ich habe ihn gerade noch sauber gemacht, als wir hier angekommen sind. Mir wurde gesagt, dass ein dreckiger, schmutziger Trecker beim neuen Start Unglück bringt. Deswegen habe ich den noch sauber gemacht, bevor ich das Stück Land hier betreten habe. Gut, so viel mal zur Einführung. Wir gehen gleich hier mal zum Händler. Da werden wir dann wahrscheinlich noch ein paar Mal vorbeifahren müssen. Da ist auch eine nette Dame, ein Rotschopf. Hallo, schaut ein bisschen verloren in die Gegend. Ja, ich habe leider, Sie sehen selber, ich habe gerade einen Kontostand von 0. Und wenn wir das noch im Detail anschauen, ist das sogar noch ein 100.000 Euro Kredit drauf. Also ich bin, ja, nicht in sehr, sehr gutem Zustand, hier ein Geschäft zu starten. Aber was bleibt mir nichts anderes übrig, ja? Wir werden einen Weg finden. Wir gehen jetzt mal zu unserem Stück Land, oder ich gehe jetzt mal zum Stück Land, was uns
was mir zugewiesen worden ist oder da, wo ich gedacht habe, dass ein Start möglich ist. Und da fahren wir jetzt mal hin und schauen wir uns mal an, was zu unserer Heimat gehört und was da alles dazu gehört. Zu meiner neuen Bleibe. Erstmal mal schauen. Auf jeden Fall eines der Hauptziele ist, die Schulden so schnell wie möglich abzuzahlen. Das ist eines der Hauptanliegen, die ich habe, dass ich so schnell wie möglich schuldenfrei bin. Also die Bank hat schon gesagt, also neue Schulden gibt es keine. Also es gibt keinen weiteren Kredit, bis nicht mindestens die Hälfte abgezahlt ist. Also alles, solange ich über 50.000 in der Miese bin, gibt es keinen neuen Kredit. Hier mit Nachbarn ins Gespräch zu kommen, die einem eventuell Geräte leihen können, ist hier auch fast nicht möglich, weil es gibt hier weit und breit niemanden. Also ich bin hier wirklich in einem Landstück gelangt, gerade so am Fuß der Pyrenäen, also das heißt das Pyrenäenvorland. Wir werden auf jeden Fall im Verlauf der nächsten paar Episoden auch ein bisschen auf die Umgebung eingehen. Ich werde ja wahrscheinlich auch des Öfteren mal raus müssen, einkaufen fahren, gewisse Sachen holen. Das ist auf jeden Fall, das sind die Bedingungen, ja. So. Ich werde gleich mal hier anhalten. So. Angeblich hat es hier einen Vorgänger gegeben, aber ich glaube, der ist auch noch nicht so lange weg. Also da gibt es schon mal einen Straubmann, normalen Straubmann hier. Dann gibt es hier ein kleines Schafgehege mit drei Schafen. Aber ich sehe gerade, die haben weder Wasser noch was zu futtern, außer dem Gras, was da liegt. Das heißt, das ist wahrscheinlich das Erste, was wir machen müssen, ist definitiv mich um die Schafe kümmern. Dann schauen wir mal, da gibt es einen Keil, einen Bunker, da gibt es einen uralt Anhänger. Sehr groß ist er nicht. Da gibt es einen Wasserturm. Da gibt es ein Silo, Eine Werkstatt, wenigstens ein paar Werkzeuge haben wir da. Dann gibt es hier ein unbearbeitetes Feld, das ich weiß nicht, wie lange das hier so schon so liegt, keine Ahnung. So, dann haben wir hier ein kleines Mähwerk, ein Frontlader, eine Schaufel oder sowas. Ein Gewicht. Das soll unsere Toilette, meine Toilette sein. Ja, wenn ich auch rein, dann gibt es keinen Hausschlüssel, nee. Fernseher. Ich werde dann heute Abend mal gucken, ob da überhaupt was kommt hier, weil ich sehe kein Kabel hier, nichts. Also alles. Auch keine Satellitenschüssel, gar nichts. Also ich habe meine Zweifel, dass ich da irgendetwas Anständiges empfangen kann. Eine leere Küche. Die Badewanne. Die hat wahrscheinlich auch schon bessere Zeiten gesehen. Keine Ahnung, was mein Vorgänger hier gemacht hat. Also auch das Bett. Grün finde ich mit Schimmel. Dann werde ich mir überlegen müssen, ob ich nicht im Trecker schlafen werde. Hier gibt es noch ein paar Sachen, da schauen wir im Detail uns dann später mal an, was hier drauf oben im Raum liegt. Mal schauen, wenigstens das Licht geht, das heißt also Strom gibt es. Daher muss ich mir erstmal keine Sorgen machen, hoffe, dass das einigermaßen dicht ist, das Dach hier. Ich habe da so meine leisen Zweifel, genauso wie hier. Also das sieht zwar eigentlich nicht, ich sehe jetzt gerade auf den ersten Blick keine Löcher,
Aber ich glaube, mit Sicherheit können wir das erst dann sagen, wenn der erste Regen kommt. So, das heißt, ja, es ist jetzt 9 Uhr, knapp vor 9 Uhr. Wir haben hier hungernde Schafe, die haben noch kein Wasser, die haben gar nichts. Das heißt, wir müssen uns schnellstens darum kümmern, denen irgendwas zu fressen zu geben. Das ist dann wahrscheinlich, ja, das, was es sein wird. Okay, dann gehen wir mal schauen, wo wir was machen. Dann hole ich mir mal ein bisschen näher zum Rest des Equipments. Ich glaube, das Erste, was ich jetzt gleich mal machen werde, ist Wasser füllen, Wasser holen. Tja, also dann, mein Onkel war ein bisschen enttäuscht, dass er das mit dem Wein, mit seinem Weinberg, das hat nicht so funktioniert, wie ich oder wie er sich das vorgestellt hat, und ich hatte einfach zu wenig Ahnung davon. So, warum geht das jetzt wieder nicht? Das ist schon vorhin. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass ich den nicht ankoppeln kann. So, das heißt, ich muss den wahrscheinlich so koppeln. Vielleicht lässt er sich jetzt umhängen. Ah, der will nicht, ne? Da hilft ja auch nichts, das heißt, wir müssen da wahrscheinlich so durch. Ne? Das ist das alte Ding, das will sich nicht anhängen lassen, so. Ja, während dem Versuch, diesen Tankwagen zu beladen, gab es einige Probleme. Also das manuelle Ankoppeln scheint nicht zu funktionieren, zumindest nicht in der hinteren Kupplung des Traktors. Und auch klappt das mit dem Füllen nicht. Das Ventil ist offen des Tankes und trotzdem wird nichts befüllt. Auch gibt es keine Meldung, dass nicht genügend Geld da sei. Denn das erste Betanken hat definitiv funktioniert, und zwar ohne Bezahlung. Das heißt, also das Wasser, was hier rauskommt, ist umsonst. Deswegen also hier werde ich dann noch eine weitere Untersuchung machen in einem anderen
Spielstand, was mit diesem Anhänger nicht in Ordnung ist, und dann allenfalls definitiv eine Rückmeldung an den Norre zu machen. Aber auf jeden Fall werden wir hier das mal so belassen und uns erstmal um das Futter der Schafe kümmern. So, dann fangen wir doch mal an. Dann versuchen wir mal hier ein bisschen Futter zu bringen. Also, das heißt runterlassen, anlassen. Das heißt, ich muss jetzt hier circa 280 Grad, 270 Grad fahren, circa. Aber das ist nicht so wichtig, glaube ich, das ist am Anfang. Ich habe noch kein GPS einbauen können. Ne? Da brauche ich erstmal 15.000 Öcken dazu. Dafür. So, da gucken wir mal, was, wie viel da zusammenkommt an Futter. Okay, das heißt, wir fahren die erste Fuhre Gras zu den armen Tieren. Viel Arbeit wartet auf uns. So, also, das heißt, wir haben noch eine Bahn, das sollte das fürs erste Mal reichen. Ich glaube, die in dieses Gehege passt nicht mehr als 3000 Liter rein. Ich glaube, dann haben wir dann die 3000 Liter voll, wenn wir da fertig sind.
Das heißt, dann kann ich mir dann langsam Gedanken machen, wie wir dann jetzt tatsächlich ins Geschäft des Geldverdienens einsteigen wollen will oder wie ich das machen will. Das schauen wir gleich an. Okay, das heißt, schauen wir mal rein in den Tierstall. Das heißt, wir haben das Gras ist voll, Produktivität ist auch schon gestiegen. Wasser haben wir, was jetzt drin ist. Mache ich mir mal Gedanken. Also ich werde definitiv hier dieses Bunker-Silo nutzen. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Ich habe hier im hinteren Teil des Feldes, das kann ich, mache ich mal gleich so, ich kann mir den Anhänger gleich, das Gewicht, das brauche ich das, aber tatsächlich, wenn ich das Gewicht jetzt erstmal abhänge. Dann mache ich erstmal Silage, ne? Dann mit Silage kann man Geld verdienen. Also kann ich auf jeden Fall etwas Geld verdienen dann. Es wird halt eine ziemlich hackliche Angelegenheit. So, dann geht's mal los Richtung Arbeit jetzt, ne? Die Schafe haben zu fressen, die Schafe haben zum Trinken. Jetzt heißt es hier anfangen, Geld zu generieren. Das heißt hier mal... Kann ich den Frontlader hier abladen? Geht nicht, ne? Muss den erstmal den Meer abhängen. Ich kann ja alles abhängen. Auch den Hänger.
So, ich möchte eigentlich noch ein paar Worte über meine neue Heimatregion verlieren. Also, wie gesagt, wir sind hier im vorpyrenäischen Land. Das heißt, auf der französischen Seite. Tordère ist das nächstgelegene Städtchen oder Dorf. Die Fahrt dahin dauert mich zwar wahrscheinlich mit dem Trecker im Moment, wenn ich, nur die 40 km/h zur Verfügung habe, dauert mir wahrscheinlich so um die 30 Minuten. Die Region ist bekannt für jetzt weniger für den Weinbau an sich, sondern aber eher für die Geflügelzucht. Wir sind in der Nähe der Region Les Landes, des Landes, bekannt für deren Geflügelzuchten. Genauso wie die Bresshühner sind es die Landes, Les Landes, les Poulets des Landes, du Land, des Landes. Und da werden wir sicher dann auch noch ein bisschen reingucken. Mir ist jetzt wirklich nicht wirklich viel anderes übrig geblieben, als die Schafzucht oder in die Schafzucht einzusteigen. Das ist das, was hier vorlag oder was ich vorgefunden habe. Ob es mein Traum ist, das wird sich herausstellen. Im Moment ist es erstmal einfach mal eine Existenzgrundlage. Ich hoffe zumindest mal eine gewinnbringende, auf langfristig gesehen eine gewinnbringende Existenzgrundlage oder ja, Stadtkapital quasi. Wie sich das denn entwickeln wird, wird die Zukunft zeigen. Das liegt alles noch in den Sternen geschrieben. Ich hoffe, bin fast sicher, dass ich es nicht schaffen werde, dieses Jahr das Stück Land, was da liegt, also das Feld zu bearbeiten. Das glaube ich eher nicht. Das ist einfach zu wenig Zeit und mit dem Kapital, was ich jetzt zur Verfügung habe, liegt jetzt tatsächlich nichts anderes drin, als erst einmal über die Silageproduktion zu gehen, um dann eventuell halt in der Zukunft oder um so Geld zu generieren, bis dann auch die Wollproduktion profitabel wird. Wird ein langer Ritt, aber wir werden sehen, ne? Also im Moment, das ist das, was wir haben. Ich habe jetzt hier 0 Euro mit einer Last von 100.000 Kredit in der Bank, die mir natürlich dann auch jeden Tag etwas an Kreditkosten in Rechnung stellen wird, dass ich daher auch so schnell wie möglich versuchen werde, aus diesem Kredit rauszukommen. Wird ein bisschen dauern, also 13.000 Liter passen in den Strautmann rein, wenn ich da eine Ladung davon als Silage wegbringen kann, dann gibt es ungefähr 2.000 Euro. Aber ich glaube, 13.000 Liter, die da reinpassen, da muss ich ein paar Mal rundherum fahren, um da tatsächlich dann auch einen Gewinn zu bekommen. Wir werden sehen.
Na, das ist jetzt erstmal halt ein Anfangsschritt. Falls euch dieses Startervideo hier, das Startvideo gefällt, bitte lasst es mich wissen, damit ich... mit dem Let's Play weiterfahren kann. Und B, kann ich mir dann auch tatsächlich überlegen, hier daraus Livestreams zu machen, wo ihr Zuschauer und Unterstützer dieses Kanals auch mitspielen könnt. Das wird dann in den Multiplayer reingehen, wo wir dann herausfinden werden, wie wir das anpacken wollen. Ob ihr erstmal als Helfer kommt. Oder als Händler, als Schneider, Spinner. Ja, ihr wisst schon, wie ich meine. So, ich glaube, das reicht fürs Erste. Ich werde jetzt mal anfangen, dies reinzuschaufeln. Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn ich dann mal da 3.000, 4.000 auf der positiven Seite habe, dass ich mir mal die Fräse hole. Das Problem der Fräse ist, dass die 95 PS braucht und davon habe ich im Moment, da komme ich nicht hin mit dem Trecker hier im Moment. Das heißt, es wäre jetzt wahrscheinlich nicht der erste Investitionsschritt. Das werden wir jetzt dann gleich sehen. So, ich schalte hier mal aus und dann fange ich mal an mit Schaufeln. So, ich werde das erste Kapitel hiermit beschließen. Das Schaufeln werden wir dann auf das nächste Kapitel übertragen. Das heißt, wir werden dann morgen weiterfahren mit dem Schaufeln und dem Ansetzen der ersten Silageposition. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Bitte lasst mir doch ein Like da. Ein Abo würde dem Kanal sehr viel weiterhelfen. Deswegen bedanke ich mich schon jetzt für euer Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Danke, tschüss und au revoir.